B1.5. Die Trapeze A3, B3, C3, D3 und A4, B4, C4, D4 haben einen Flächeninhalt von 25 Flächeneinheiten. Berechnen Sie die zugehörigen Werte für x. Sind diese Trapeze Rechtecke, begründen Sie Ihre Entscheidung. Achtung, hier sind jetzt zwei Aufgaben drin, nämlich man soll einmal die zugehörigen Werte berechnen und einmal begründen, ob diese Trapeze gleichzeitig Rechtecke sind. So, Aufgabe selbst. Wir haben Trapeze mit einem Flächeninhalt von 25 Flächeneinheiten. Also was wir jetzt machen müssen, ist die allgemeine Flächenformel nehmen und diese gleich 25 setzen. Ich schreibe die allgemeine Flächenformel nochmal auf. Die haben wir oben unter 1.3 schon aufgeschrieben, beziehungsweise da steht sie auch im Aufgabentext drin. Das waren die 0,5x² minus 5x plus 26. So, und dieses Trapez soll jetzt 25 Flächeneinheiten groß werden, also können wir dahinter schreiben gleich 25. So, diesen Teil denken wir uns weg und wir rechnen jetzt mit dieser quadratischen Gleichung. Hier stehen uns jetzt mehrere Möglichkeiten offen, diese quadratische Gleichung zu lösen. Je nach Taschenrechner hat man zum Beispiel den Calc Intersection zur Verfügung oder den Tool Poly 2. Den Grafik-Solver brauchen wir in dem Fall, weil er zwei Lösungen rausbringen kann und. Ich benutze jetzt hier die Möglichkeit über die Mitternachtsformel. Ich löse also diese quadratische Gleichung so auf, dass auf einer Seite nur noch 0 steht. Das mache ich wie folgt. Ich bringe diese 25 hier auf der rechten Seite nach links auf die andere Seite mit minus 25. Dann folgt im nächsten Schritt 0,5x² minus 5x und jetzt 26 minus 25 ist 1 und ist gleich 0. So, als nächstes berechnen wir die Diskriminante. D ist gleich, finden wir in der Formelsammlung, müsste da drin stehen, b² minus 4 mal a mal c. Und jetzt wieder überlegen, was ist a, b und c, nämlich die Zahlen, die in der quadratischen Gleichung drin stehen. A ist der Faktor vor x², b ist der Faktor vor x und c ist die Zahl ohne x. Einsetzen. Minus 5 zum Quadrat, minus 4. Achtung, die Klammer hier mitsetzen, ansonsten wird nämlich nur die 5 quadriert und nicht das Minus. Also minus 5 in Klammer zum Quadrat, minus 4 mal a ist 0,5 mal c ist 1. Ausrechnen. 25 minus 4 mal 0,5 mal 1 sind 2, also kommt als Diskriminante 23 raus, die ist positiv, also gibt es zwei Lösungen. So, dann brauchen wir jetzt den zweiten Teil der Mitternachtsformel, nämlich x1, 2 ist gleich, jetzt nochmal allgemein, minus b plus minus Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Setzen wir ein, x1 ist gleich minus, b war minus 5, steht oben ja noch dran. Und jetzt kommt der Weg über plus der Wurzel aus Diskriminante, also Wurzel aus 23, geteilt durch 2 mal a, also 2 mal 0,5. Das kann jetzt wieder jeder Taschenrechner ausrechnen. Und da kommt ein Wert von, welches war der erste? Glaube die 9,80 raus. Ja, richtig runden auf zwei Nachkommastellen. Dann soll es funktionieren. x2, gleiches Spiel, minus minus 5 und diesmal minus Wurzel aus 23 geteilt durch 2 mal 0,5. Wieder eingeben und ausrechnen und dann sind es 0,20. Erster Teil erledigt, das sind die beiden x-Werte. Jetzt brauchen wir noch den zweiten Teil, nämlich sind diese Trapezrechtecke, begründen Sie Ihre Entscheidung. Begründen heißt, ich darf tatsächlich viel Text schreiben, wenn ich möchte. Ich kann aber auch eine Rechnung nehmen, mit Hilfe von Skizzen arbeiten. Irgendwie muss es halt schlüssig begründet sein, ob es Rechtecke sind oder nur Trapeze. So, wie können wir vorgehen? Einfach mal Skizze zeichnen und überlegen, was ist alles bekannt, wie kann ich vorgehen. Wir haben gleichschenklige Trapeze. Von dem wissen wir, die Größe ist 6 und die Höhe war 4. Und das war A, B, N in Abhängigkeit von X. Diese Seite kann also variieren. Das Ding muss ich also so verändern, dass hier so ein Rechteck draus wird. Ja, so muss es dann aussehen. Die beiden anderen Größen verändern sich dabei nicht. Jetzt gibt es natürlich
mehrere Möglichkeiten, das zu begründen. Man könnte zum Beispiel einerseits sagen, ja gut, ANBN muss dann in diesem Fall 6 Längeneinheiten lang werden, weil es muss ja genauso lang sein wie hier die CNDN. Schreibe ich vielleicht noch dazu, wie die Punkte heißen. So, ja, das muss genau gleich lang sein. Wenn es gleich lang ist, dann haben wir ein Rechteck und die Strecke von ANBN kennen wir ja auch schon aus der 1.3. Da steht die Formel auch nochmal drin, nämlich mit 0,25x² minus 2,5x plus 7. Mache ich mal das Längeneinheiten nochmal raus. So, wieder eine quadratische Gleichung, die sich nach bekannten Regeln lösen lässt. Müsste funktionieren. Zweite Möglichkeit wäre, wenn es ein Rechteck ist, dann ist ja automatisch hier unten auch nochmal die Höhe zu finden. Wenn wir jetzt den Flächeninhalt berechnen, a vom Rechteck ist ja Länge mal Breite, also ist gleich 4 mal 6 und das sind 24 Flächeneinheiten. Aber in der Aufgabe steht ja, für diese x-Werte haben wir eine Flächeneinheit von 25 Flächeneinheiten. Das bedeutet also, dass diese oberen Vierecke immer Trapeze sind, aber nicht ein Rechteck ergeben kann, weil sonst müsste ja Flächeneinheit 24 Flächeneinheiten sein. Also das geht genauso gut. Man muss jetzt halt nur richtig aufschreiben. Können wir so schreiben, die Vierecke wären Rechtecke, wenn der Flächeninhalt 24 Flächeneinheiten ergibt. Ja, die Begründung habe ich jetzt hier stehen. Da laut Aufgabe der Flächeninhalt 25 Flächeneinheiten beträgt, können diese Vierecke, ja, oder Trapeze keine Rechtecke sein. So, und damit ist die Aufgabe gelöst.